Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Forest. Und wie ihr zweifelsohne sehen könnt, sind wir nicht mehr da, wo wir aufgehört haben. Leider Gottes kann man in dem Spiel nicht speichern, noch nicht. Und ja, das hat zum einen den Nachteil, dass wir jetzt an einer ganz anderen Stelle anfangen müssen. Und zum anderen, dass, wie ich festgestellt habe, das Spiel nicht darauf ausgelegt ist, dauerhaft zu laufen. Denn meine Framerate bricht langsam und sicher zusammen. Ich hoffe, das sieht man nicht ganz so schlimm. Ich befürchte aber doch. Und ja, was ich machen wollte, ist... ich wollte euch eigentlich nochmal zeigen, wie so eine Festung aussehen kann, wenn sie so gut wie fertig ist. Die hat allerdings jetzt im Großen und Ganzen 90 Holz verschlungen und ist noch nicht ganz fertig. Und das hat jetzt ungefähr 2 Stunden gedauert, das Ganze aufzubauen. Oh, das ruckelt wirklich langsam sehr. Und ja, ich dachte mir, ich zeige es euch lieber jetzt, ehe ich dann einen kleinen Sprung mache. Denn so kann man das leider nicht auf Dauer zeigen. Ja, wie ihr seht, hatte ich auch schon jede Menge Besuch. Eingeborenen, die ja ziemlich anstrengend sind auf die Dauer. Und jetzt machen wir einen kleinen Sprung und dann zeige ich euch, was ihr sonst noch so bauen könnt. So, und da sind wir auch schon. Wie ihr seht, bin ich wieder ganz am Anfang. Dort oben ist das Flugzeug. Ich habe mir diesen Ort ausgesucht, weil er A nahe lag und es B hier verdammt viel von diesen Bären gibt. Die kann ich euch übrigens am Anfang nur empfehlen, weil, wie ich herausgefunden habe, braucht ihr gar nichts trinken. Es ist einfach nur wichtig, dass ihr irgendwas esst oder trinkt und eure Energie aufladet. Und der Molotow-Cocktail brennt lustig im Wasser weiter. Na gut, was soll's. Ich hatte auch schon wieder ein paar Begegnungen mit ein paar Eingeborenen. Es wäre auch langweilig, wenn nicht. Hier liegen sie. Und ja, ich habe jetzt hier Feuer schon mal gebastelt. Für den Fall, dass es kalt wird, weil es ist immer sehr nervig. Und nun zeige ich euch, wie ihr euch am Anfang sinnvoll verteidigen könnt, und zwar mit diesen Molotov-Cocktails. Das nehmt ihr einfach Kleidung und diese Booze. Und dann könnt ihr die einfach kombinieren und dann habt ihr ein Molotov-Cocktail. Einmal geworfen, einmal getroffen, einen Gegner tot. Ihr könnt euch auch aus irgendeinem Grund schon eine Axt machen. Ich weiß nicht, ob die jetzt stärker oder schlechter ist als die ich habe. Ist mir ein Rätsel. Und ansonsten habe ich noch nicht viel Crafting-Rezepte rausgefunden, die es bereits gibt. Ich glaube, es gibt auch noch nicht so viele. Gut. Nein, das war das Falsche. Und was haben wir hier? Durch die klassischen Feuer, wie zum Beispiel sowas hier, ist auch immer ganz praktisch. Natürlich brauche ich jetzt Stöcke. Ja. Das ist ein großes Problem in manchen Gebieten hier, muss ich zugeben, finde ich ein bisschen albern. Aber was soll's, vielleicht ändern sie da noch was dran. Es ist ein echtes Problem in manchen Gebieten, Stöcke zu finden, und in anderen hast du einfach unheimlich viele. Das ist ein bisschen Sackgang dann auf die Dauer, weil wenn man immer nur 8 mitnehmen kann, ist nicht ganz so toll. Habe ich natürlich keinen einzigen Stock hier wieder in der Nähe. Freue ich mich. Das sind übrigens die falschen Bären. Die sind giftig. Leute, die esst. Kriegt ihr Schaden. Und ja, da müsst ihr aufpassen. Manchmal habe ich natürlich nichts zum Heilen. Schade, manchmal wachsen auch Pflanzen, die könnt ihr mitnehmen zum Heilen. Jetzt bin ich natürlich sonst wie weit gelaufen und habe ein Dorf entdeckt. Das kann ich euch ja erstmal zeigen. Frag ich nur, warum trotz alledem überall diese Kannibalenleichen, die ihr übrigens zerstören könnt, und dann könnt ihr euch die Köpfe zum Beispiel mitnehmen. Das ist nicht unbedingt lecker, aber es geht einfach. Könnt ihr als Waffe benutzen. Ich lasse das jetzt einfach mal und nehme meine... Oh, wieder die Doppelaxt. Na gut. Meine Axt in die Hand. Die finde ich als Waffe wesentlich effizienter.
Und diese netten Gesellen hier, die könnt ihr häutern. Das ist sehr praktisch. Am besten so viel möglich davon am Anfang töten. Sehr schwer zu jagen sind sie nicht. Denn wenn ihr dann... Oh, da ist doch noch einer gewesen. Ist mir das Inventar gelaufen? Ne, okay, sie sind etwas schwer zu jagen. So. Wenn ihr das gemacht habt, habt ihr nämlich hier etwas, womit ihr eure Armor erhöhen könnt. Das seht ihr jetzt rechts unten in meiner Anzeige. Heilkräuter. Sehr praktisch. Aber das ist jetzt nicht das, was ich euch zeigen wollte. Offensichtlich gibt es hier in der Nähe nicht sehr viele Stöcke. Das ist schon ein bisschen deprimierend, aber na gut. Probieren wir irgendwie mit umzugehen. Ab. Zack, zack. Es kommen ja auch leider nicht unbedingt Stöcke raus, wenn ihr... Oh, ein bisschen Energy aufladen. Hier sind die guten Bären. Wenn ihr Bäume fällt, was ich auch irgendwie dumm finde. Aber wie gesagt, das ist ein Alpha. Und in so einer Alpha, da verzeiht man schon mal einiges. Dafür funktioniert schon wirklich echt viel. Es sieht spitzenmäßig aus und... Es hat schon einen gewissen Survival-Faktor. Ich denke, später kommen noch mehr Sachen hinzu. Okay, jetzt krieg ich den Baum nicht umgehackt. Kommt dann. Also, ich kann jetzt mit den Bäumen theoretisch nichts passieren, wenn die auf euch landen. Zumindest ist mir noch nie was passiert. So. Habt ihr so eine Fackel? Könnt ihr anzünden. Wunderschön. Kann man auf diese Fackel diese Köpfe setzen? Nein. Leider nicht. Vielleicht soll... Oh, oh, jetzt bin ich ins Feuer gerannt. Ziemlich dumm von mir. Ich habe auch festgestellt, dass ich diesmal an einer komplett anderen Stelle rausgekommen bin als sonst. Also, ich weiß nicht, ob die Maps jetzt random technisch generiert werden oder ob das Zufall war. Ich merke schon, das mit den Stöcken wird jetzt zu einem ernsthaften Problem. Nun, gut, ich probiere es trotzdem so viel möglich zu zeigen. Wie zum Beispiel können wir bereits diese Holder bauen, aber... Die sind mitunter noch verpackt, die funktionieren manchmal einfach nicht. Was viel interessanter ist, sind natürlich Fallen. Weil unsere lieben Kollegen, die Eingeborenen, wollen das natürlich essen. Und das müssen wir verhindern. Die sind recht, ja, rohstoffintensiv, würde ich mal jetzt sagen. Ich weiß auch nicht, ob man sie resetten kann. Das werden wir jetzt einfach mal dann vielleicht sogar... herausfinden. Weil unsere Freunde werden nicht lange auf sich warten lassen. Unten links seht ihr übrigens immer, was ihr so braucht. Das ist sehr praktisch. Ich hoffe halt nur, es kommt irgendwann irgendwie sowas wie ein Rucksack oder so hinzu. Oder dass man... Es gibt ja auch ab und zu Zelte in der Gegend, dass man diese vielleicht nutzen kann und einpacken. Aber bis jetzt kann man mit denen einfach gar nichts machen. Hacke. Und was das mit den Vögeln auf sich hat, ist mir auch noch ein Rätsel. Die scheinen uns ja zugetan zu sein. Alpha droppen die Federn, wenn genügend an einem Ort versammelt sind. Komm, tropf Federn. Da. Hopp, hopp, hopp. Ich weiß noch nicht genau, was wir mit denen machen können, aber auf alle Fälle scheinen die uns wirklich sehr zu mögen. Vielleicht bin ich schon Greenpeace und die wissen das. So. Achso, brauchst gar nicht mehr. Dann ist das einfach wieder fallen. 19 Stöcke. Na, ha, ha, ha. Ja, das kann ja was werden, ne? Anscheinend lassen die Bäume doch ein paar. Vielleicht doch. Hm, vielleicht haben wir Glück. Dann hacken wir einfach mal ein paar Bäume um.
gibt übrigens Momente, die könnt ihr einfach nicht umhacken. Das ist, denke ich, noch ein Bug. Die sind einfach da. Und mit denen kann man einfach überhaupt nichts machen. Man kann allerdings auch nicht durch sie durchlaufen, also sie sind schon existent. Man kann sie halt noch nicht zerhackstücken. Habe ich natürlich vergessen, den Timer zu starten. Wie immer. Mache ich das jetzt einfach mal. So. So, jetzt nehme ich aus Gewohnheit die schon mal wieder mit. Weil ich vorhin an meiner Basis ja noch gebaut habe. Das ist es, hat sich jetzt. Was ist das? Achso, das ist der Auslöser. Da bin ich ja mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Da ist noch ein Stock. Da ist noch einer. Das ist eher mühselig jetzt gerade. Vor uns das Gebiet, das hat mir mehr Möglichkeiten dahingehend geboten. Geldstein brauche ich nicht mehr. Pop, 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 pop. Es dauert auch recht lange, so einen Baum zu fällen, dafür, dass man dann am Ende nur 4 Holz bei rauskommt. Aber man kann ihn immerhin fällen. Jetzt muss man auf die Realität bezieht, auch recht einfach. Also einen Baum zu fällen, das ist schon nicht ganz einfach. Ah, Stöcke. Und da bin ich auch schon wieder bei 8 angelangt. Was leider mein Maximum ist. So, und weiter geht die Suche. Meine Energie sieht noch ganz gut aus. Ich könnte allerdings unterwegs wieder irgendwas zu essen finden. Stock, Stock, Stock. Noch ein Stöckchen. Noch ein Stöckchen. Den Stein. Darunter sollte ich jetzt nicht unbedingt fallen. Ich glaube, das bringt mich um. Der Molotov-Cocktail brennt lustig weiter. Und bam, 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 bam. Wenn ihr auf eingeborene stoßt, das meldet sich meistens vorher durch ein akustisches Signal. Eingehen könnt ihr euch eigentlich kaum überraschen. Wieder ein Stein, okay. Das Problem ist nur, die sind meistens in Dreiergruppen unterwegs und wo eine Dreiergruppe ist, kommt meistens noch eine zweite hinterher. Das heißt, wenn ihr kämpft, dann solltet ihr euch das gut überlegen und möglichst schnell die Gegner töten, weil die rufen immer mehr Verstärkung. Zuletzt hatte ich, glaube, 9 Stück am Hals. Das ist dann ziemlich anstrengend. Und irgendwann bringen sie euch halt einfach um. Die KI ist jetzt ja zwar nicht nur so... So. Damit hätten wir unsere erste Falle. Wie funktioniert die? Wir lösen sie übrigens nicht selbst aus. Was ich sehr gut finde. Die laufen hier auf mich zu und kriegen dann eine volle Breitseite. Das finde ich gut. Das Ding heißt auch Happy Birthday Trap, witzigerweise. Okay. Das nächste ist die Deadfall Trap. Dessen Funktion... Ich glaube, die laufen da durch und kriegen das... Ding auf dem Kopf. Ich werde das jetzt einfach mal hier so hinbauen. Die ist recht günstig. Und holen wir mal ein bisschen was rein hier. Zack. Jetzt noch 3 Stöcke und dann, na gut, hätte ich ein bisschen sinnvoller positionieren können, aber es ist ja nur zum Zeigen. Vorher müsst ihr immer wieder ein bisschen anmachen und aufladen. Hopp, hopp. Und aus irgendeinem Grund ist meine Rüstung auch schon wieder weg. Offensichtlich hält die nicht sehr lange. Oder hatte ich noch gar keine? Aber was soll's. Wir widmen uns weiter unseren liebsten Hobby. Wir sammeln Stöcke, die offensichtlich auch immer wieder irgendwo spawnen. Was ich jetzt nicht ganz so schlecht finde. Und es ist Nacht. In der Nacht müsst ihr immer sehr aufpassen. Sieht doch schön aus.
Da ist ein Totenkopf und hier ist ein der Totenkopf zeigt also an, wo die Falle ausgelöst wird. Ne? Dann, vielleicht sehen wir sie heute noch in Aktion. So, die letzte. Die baut man offensichtlich an ein... Kann man die an einen Baum dran bauen? Ich würde es einfach nur hier unten setzen, einfach zum Zeigen. So. Oh. Besonders hübsch ist es nicht, wenn es hier ist, aber... Oh. Eigentlich kann ich sie nicht hier hinsetzen. Hier kann ich sie hinsetzen. So, es wird jetzt langsam kalt. Das ist nicht so gut. Setzen wir wieder das Ding an und werfen ein paar Blätter rein. Ich sehe nur bei meiner Temperaturanzeige nicht, dass sie irgendwie runtergeht. Also kann ich jetzt nicht unbedingt immer sagen, wann mir nun kalt wird und wann nicht. Ich denke, das wird noch gefixt. Oder es ist jetzt, liegt jetzt an mir, dass ich das nicht gesehen habe. Und hopp. So. Bauen wir die letzte Falle noch. Ist noch fix was. Ich wundere es eigentlich, dass ich noch nicht weiter behelligt wurde. Im Normalfall werde ich jetzt schon belagert. Offensichtlich habe ich hier eine super Position gefunden. Hätte ich mir vorher mal aussuchen sollen. Da war das Ganze nicht ganz so angenehm. Okay. Ich muss auch einen Stein aufzusammeln. Na komm. So, ich brauche glaube noch einen. Da hinten ist noch einer. So, jetzt sind wir natürlich schon mal ein bisschen besser vorbereitet durch die Fallen. Ich denke, die kann man auch ein paar von... Oh, ich werde langsam... Kalt. Wie geht das Feuerzeug nie aus? Die guten Big-Feuerzeuge halt, ne? So, das sind wir auch wieder an. Das ist leider alles, was es bis jetzt an Fallen gibt. Ich kann ja mal gucken. Oh, ich habe 0 Federn, obwohl ich vorhin solche eingesammelt habe. Wer weiß, wofür ich die wieder verwendet habe. So. Was können wir noch bauen? Wir können natürlich die verschiedenen Wälle bauen, die ihr vorhin schon bei mir gesehen habt. Außer der Window Wall. Und da. Wir können uns zum Beispiel Felder anlegen. Da bin ich mal persönlich besonders gespannt. Die habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Und zumindest keine Stöcke für. Das sollte nicht ganz so lange dauern dementsprechend. Da holen wir uns erstmal ein paar Ressourcen. Ich habe die Bäume mal. Steine habe ich jetzt wie Sand am Meer hier. Brauche ich gar nicht. Und 1, 2. Und da ist es auch schon fertig. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier anbauen kann und wie ich hier anbauen kann. Ich habe es jetzt einfach mal hier. Ich weiß noch nicht, ob die Dinger wirklich funktionieren. Wird sich zeigen. Und ein Hasenkäfig. Kann ich es auch einfach mal hier hinsetzen. Zack. 13 Stöcke. Aha. Das ist ja großartig. Da freue ich mich. Oh, ich muss langsam echt was essen. Ich würde euch gerne wirklich noch die... Oh, hier haben wir schon einen Speer. Ist ja praktisch. Den kann man benutzen, um Fische irgendwie zu fangen. Allerdings ist es gerade sehr dunkel und da sieht man nichts. Ich sollte einfach mal schlafen gehen. Man kann vielleicht die Speicher nach wenigstens schon mal schlafen. Das ist ja auch schon mal was. So, jetzt nehme ich an meine Axt wieder.
Essen, 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 essen. Nein, offensichtlich kann ich hier gerade nicht mehr essen. Achso, ich bin voll. Vielleicht liegt es da dran. So, begeben wir uns wieder auf die Suche nach Stöcken. Diese Lindenbäume haben, glaube ich, Stöcke gebracht. Hopp. Bin ich mir aber nicht sicher. Das war ein netter Grafikbug. Ich glaube, es war ein Blitz. Man kann noch nicht sehr viel gegen das Wetter ausrichten. So kleidungstechnisch, weil man sich da überhaupt nicht bauen kann. Und du fährst in diese Richtung. Ah, sieht schön aus. Nein, das war das Falsche. Die fallen so nach unten, das muss ja nicht sein. Ja, das war's. So. Zack, zack. Doch mehr als gedacht hier. 7 habe ich jetzt. Einen kann ich noch mitnehmen, aber was soll's. So, dann zack. Noch 4 Stück. Das kriegt man hin. 1. Ist hier was gekommen? Nee, das waren nur Blätter. Die braucht ihr übrigens zum Anzünden von Feuern und so weiter. Die sind auch nicht ganz unwichtig. Ich glaube, mit denen könnt ihr auch später irgendwas kombinieren. So. Ob ich da unten mal gucken sollte? Ich glaube, ich komme wieder hoch. So. Hier unten ist leider auch nichts. Ein Stock. Oh, ich möchte... was ist das? Matsch. Ist das jetzt gut oder schlecht? Naja, ich werde mich also mal waschen. Dann ist das ganze Zeug auch wieder weg. Irgendein Zweck erfüllt das, aber ich habe leider keine Ahnung welchen. Vielleicht können sich die Eingeborenen dann nicht so gut riechen oder Tiere. Man weiß es nicht. So, jetzt haben wir auch schon alle. Ist hier so ein dummes Eingeborenenzeichen. Die sind hier überall. Und an diesen Dingern sind, glaube ich, wie Patrouillenwegmarken für die. Weil vielleicht laufen die halt ab und zu lang. So. Und haben wir auch einen Hasenkäfig. Ein bisschen aufräumen hier. Ne, kann ich leider nicht, okay. Wie der jetzt funktioniert, kann ich leider nicht sagen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich einen fangen sollte, lebendig. Ich kann ihn töten, das weiß ich, aber mehr auch nicht. Und ich glaube... Ja, das ist schon alles, was uns das Spiel bis jetzt bietet. Kostenbild? Ah. Sehe ich, man kann ja auch sowas, habe ich ja noch gar nicht. Ich kann es auch gerade irgendwie nicht doch. Das gucken wir uns noch an. Interessiert mich jetzt doch mal. Baumstämme sollten ja genug in der Gegend sein, sollte ja aufhören, endlich das Ding anzuzünden. Okay, offensichtlich kann ich doch die Fallen selbst auslösen. Was mache ich jetzt damit? Kann ich die wieder... Das ist ja schade. Kann ich die irgendwie da reaktivieren oder kaputt machen? Nein. Ich kann damit leider noch gar nichts machen. Schade. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich jetzt lediglich, Oh. Okay, die Dinger lohnen sich, muss ich feststellen. Hier ist ganz schön was gewachsen. Da muss ich dann, wenn man ein paar davon hat, muss ich nicht mehr um Nahrung kümmern. Das ist sehr schön. Also die kann ich euch nur weiterempfehlen. So, was ich natürlich sehr schade finde, ist, dass ich das Ding nicht mehr reaktivieren kann.
keinster Weise. Schade. Naja. Was soll's? Hauen wir uns noch einen Baum um. Haben auch die Plattform gebaut. Ich hoffe noch, es kommt ein bisschen mehr Zeug dazu. Vielleicht wie eine Kiste oder sowas. Es gibt ja diese Behälter für die Baumstämme, aber zuletzt waren die bei mir verpackt. Da hatte ich 5 von den Dingern gebaut. Ich konnte dann keinen einzigen Baumstamm dort rein tun. Das war ein bisschen frustrierend. Das hätte ich mir jetzt auch sparen können, den umzuhauen. Die Mighty Sucher Stöckchen geht weiter. Das sind verdammt viele Baumstämme, die ich umgehauen habe, aber kein Stöckchen dabei. Ja. Da und damit hätten wir es. Die Vögel scheinen mich auch irgendwie zu verfolgen. Ein bisschen besorgniserregend. So, jetzt haben wir hier eine Plattform. Hopf, kann man drauf springen. Das ist zwar ganz nett, aber wir können nichts drauf tun oder so. Es ist einfach nur, da. Vielleicht um Brücken zu bauen über Gewässer oder sowas ist das ganz praktisch. Kann ja auch Treppen dann bauen. So, ich hänge hier an den seltsamen Baum. Na gut. So, ich gucke kurz auf den Timer. Ja, es ist auch schon soweit. Was ist jetzt passiert? Nichts. Okay. Was soll's? Damit würde ich mich fürs Erste verabschieden. Dieses Gebiet hier hinten, da bin ich übrigens schon mal gewesen, das ist noch nicht zugänglich. Da bekommt man eine Fehlermeldung. Eine Warnmeldung und dann eine Fehlermeldung, dass es nicht weitergeht. Ja. Ich werde jetzt erstmal nicht The Forest weiterspielen. Sobald ich speichern kann, werde ich es tun. Vorher lohnt sich das leider alles nicht. Weil allein dieses Video hat, glaube ich, 4 Stunden insgesamt gedauert. Wegen dem Vor, was ich aufgebaut habe. Und das dann nicht abspeichern zu können, ist ziemlich deprimierend. Und darum verabschiede ich mich und ja, bis zur Version 0.02. Tschüss!